Hagen ist Inhaber eines Augenoptikgeschäfts. Auch ihn hat die Corona-Krise hart getroffen. Die Einnahmen sind von einem Tag auf den anderen komplett eingebrochen. Hagen weiß momentan nicht, wie er die Ladenmiete und die Gehälter für seine Mitarbeiter noch bezahlen soll. Auf jeden Fall möchte er in diesen Zeiten noch für die Menschen da sein, die im Alltag auf eine Brille angewiesen sind. Daher bietet er einen Notdienst an. Sandra ist Krankenschwester und ohne ihre Brille wäre sie aufgeschmissen. Als sie abends mit ihrem Kind tobt, fliegt ihre Brille plötzlich durch die Luft und zerbricht. Gleich am nächsten Morgen ruft sie bei Hagen an und darf direkt vorbeikommen. Nachdem er ihre Brille repariert hat, empfiehlt er Sandra dringend, sich für solche Situationen eine Ersatzbrille zuzulegen. Das leuchtet Sandra ein. Sie ist dankbar, wieder sehen und vor allem arbeiten zu können. Abends will sie gleich zwei Brillen im Internet bestellen, für den Notfall. Diesen Gedanken verwirft sie wieder, denn das wäre nicht fair Hagen gegenüber. Ihr wird klar, dass kleine Geschäfte wie Hagens jetzt Hilfe brauchen. Sie ruft nochmal bei ihm an und vereinbart einen Termin weit im Voraus. Hagen freut sich riesig darüber. Solche Kunden machen ihm Mut und lassen ihn besser schlafen. Wenn auch du dir eine Ersatzbrille zulegen möchtest, kannst du dich jetzt schon für einen Termin bei uns melden. Genau wie Hagen sind wir für diese Mutmacher dankbar.